Recht herzlich willkommen zur 91. Folge von Europa Universalis 4 mit England. So, wollen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen was machen. Die schicken wir erstmal dahin. Das müssen wir auf jeden Fall machen, ne? Die haben keinen Anführer, okay. Gut, aber das passt schon, das lassen wir so laufen. Was haben wir denn noch hier so, 51%, können wir da was tun? Herrscher beschwichtigen geht, das sind 10% gewesen, das ist schon mal was wert. Die laufen rüber, das ist klar, Unruhen sind auch klar. Was, wir haben einen neuen Platz hier noch frei. Rekrutenreserve. Unterhalt Armee. Disziplin. Was kostet das denn monatlich? $25 pro. Also eins von den beiden hier nehmen wir. Ich glaube, wir können den da nehmen. Okay, passt. Der macht sich bestimmt bezahlt, ne? Okay, das haben wir dann auch. Waffenruhe endet. Da können wir Provinzen noch machen. Hier noch was. 176, ja komm, dann machen wir die eine auch noch. Erledigt. Anspruch auf Provinzen, die euch nicht gehören. Okay, wer ist das hier? Oh, oder ja, nee. Okay, das passt. Hier können wir dann den nächsten Anspruch draufsetzen. Spionagenetzwerk aufbauen, bestätigen. Gut, dann haben wir hier noch was. Debatte beginnen geht nicht, auch sehr schön. Warum es dann da steht, weiß keiner, ne? So, nochmal gucken. Nein, es ist nichts möglich, alles klar. Gut, dann gucken wir nochmal hier nach, wie wir weiter vorgehen. Sie haben da genug Truppen. Wir bauen auch noch Schiffe, glaube ich gerade. Ja, sind jetzt gerade friedlich. Was war? Achso, ihr Dingens, das gehört zum Heiligen Römischen Reich mal zu einer gewissen Zeit. Aber das ist, haben wir ja gesagt, das ist unser und das wollen wir auch so weiter behalten. So, die Franzmänner sind hier ziemlich groß. Sind auch im Süden aktiv, wie man gerade sieht. So, gegen die werden wir wohl nicht ganz viel ausrichten. Anspruch können wir da sogar noch fingieren. Das ist Flandern, dann nehmen wir das natürlich mal an uns. Okay. Und können wir noch ein Spionagenetzwerk aufbauen, oder? Gut, dann haben wir keinen mehr, der irgendwo was kann. Was ist das hier? Achso. Achso, wir haben jetzt keinen, da können wir auch nicht nachgucken, alles klar. Na, dann ist das gerade so, ne? Mit Lüttich sind wir verbündet, oder wie war das? Ja, gut. Burgund ist dann fast geschlagen, ne? Ja, dann wollen wir gucken, dass wir nächstes Mal den auch hier mitnehmen. Dann lassen wir erstmal weiterlaufen, ne? Das ist viel wichtiger. Frankreich sieht einen neuen Rivalen, okay. Staatsehe mit Lüttich, akzeptieren wir. Gut, die Truppen kommen wieder, dann ist das gleich auch erledigt. Burgund ist nicht länger, okay. Haben sie irgendwie sowas angesehen? Ja. Ich wollte aber da und nicht da unten. Das dauert noch eine Weile, bis wir das dann geklärt haben hier. Die haben ein Embargo gegen uns verhängt, okay. So, jetzt kommen die ersten Schiffe wohl raus, oder? Das müssen alles Transportschiffe sein, ne? Okay.
Okay. Ich wollte gerade sagen, wo sind die alle geblieben, aber die musste ich ein bisschen näher ran, damit ich die sehe, wo noch gebaut wird. So, und da sind schon die ersten Schiffe. Ja, fahr die mal alle nach Kent. Und okay, haben wir gemacht. Da oben aber hier, nein. Alles nach Kent bitte einmal. So, haben wir gemacht, ne? Ah, jetzt sind sogar noch ein paar doppelt. Die machen wir auf jeden Fall einen. Oh, ein Ruf zu den Waffen. Aragorn ist es jetzt. Gegen Malakka an. Machen wir mal gerade Pause. Zoll auf Fisch. Zollwert plus 5%. Ja, lass sie. Na, das ist jetzt schwierig, ne? Komm, wir nehmen das untere. Und das akzeptieren wir. Ich weiß nur nicht, wo die sind. Malaki. Malakka. Wo ist Malakka? Wo ist die Suche? Da. Da ist Malakka. Okay. Das ist da. Akzeptieren wir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da hinkommen, ne? Wer ist das hier? Wo ist denn Aragorn jetzt hier dann? Wir haben da gar nichts oder was? Oder ist das hier Aragorn, ne? Hm. Gut, dann würde ich sagen. Ja, machen wir so. Wie viele Schiffe haben wir? 13 zurzeit. Dann packen wir 13 Einheiten darüber. Achter. 9, 10, 11 und dann haben wir noch zwei Kanonen. Kanonen haben wir gar nicht. Dann 1, 2. Das ist jetzt 13, ja. So, die 13 haben wir ausgewählt. Die haben keinen Anführer. Den wählen wir mal gerade aus. Den nehmen wir mit. Und Aragorn wollte Unterstützung. Warte mal. Da waren ja noch so ein paar andere, ne? Kastilien. Wem sind wir denn noch so im Krieg? Borneo oder wer ist das? Mali. Wer ist denn das dann? Malakka sind hier. Ming ist das. Das müssen ja dann die Inseln hier irgendwo sein, ne, oder?
wird auch noch zu Malakka, okay. Och, die sind gar nicht mehr so klein, das gehört denen auch. Oh nein, das war das, okay. Ja, fahren wir erstmal hier hin, oder? Können wir nicht, oder was? Hä? Marschieren wir erstmal darüber. Und. Verschippen. Wie geht das denn jetzt? Machen wir die Pause raus. Wir dann mal dahin. Wo ist Malakka? Da. Wieso kann ich da nicht anlanden, ne? Das ist jetzt der Hammer, oder? Prestige haben wir noch gekriegt. Okay, der Modifikator ist abgelaufen. Aragon, Malakka, Borneo und Mali. Malakka. Wieso kann ich jetzt komischerweise da? Ach, das hier ist Aragon oder was? Nee. Aha. Dann fliegen wir dahin, dann fahren wir da mal hin. Mal gucken, was wir da anrichten können, ne? Ist hier noch andere Inseln, die da. Das gehört Portugal und das. Malakka, okay, aber da können wir wohl nicht anlanden, oder? Ne, ist rot. Ey, da müssen wir ganz unten. Könnt ihr nicht durch den Suezkanal fahren? Ach, den gab's ja noch nicht, ne? Okay, alles klar. Ein Ruf zu den Waffen. Was ist denn jetzt los hier? Haben wir doch schon gemacht. Na, jetzt wollen sie es aber wissen, oder was? Naja, dann machen wir Pause, ne? Gucken wir uns das hier erstmal an. Komet gesichtet. Ist ein Omen. Immer egal, was es ist. Es ist immer eine Stabilität weg. Des Teufels, naja. Wenn wir doch nur einen Kometen hätten. Das Ende ist nah. Machen wir denen nur erstmal ein bisschen Angst, ne? So, akzeptieren wir, weil anders bleibt es nicht über. So. Und jetzt haben wir da wieder Maximum erreicht, ne? Ist auch cool, oder? Ja, jetzt sind wir mit ganz vielen im Krieg. Das wird dann richtig schütter. Wahrscheinlich sogar mit Frankreich noch, ne? Ja, mit Frankreich, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Ja. So, die sind natürlich unterwegs, die Schiffe. Keine Ahnung, wo die schon sind. Lass sie fahren. Flotte ist irgendwo gesunken wahrscheinlich. Das war's dann. Ach, Mali ist hier, ne? Oh, da hätten wir ja gar nicht so weit fahren müssen. Naja, jetzt ist auch egal. Weil wir haben ja gerade 10.000 Mann verloren, oder? 13.000. Ja. Oder fährt noch irgendwo die Flotte? Ne, ich glaube nicht, ne, oder? Nee. Die haben es nicht geschafft, die Jungs.
Leo der Prater. Ja, wir sind dann bestimmt ja auch schon von Frankreich besetzt, oder? Ja, noch nicht. Jetzt haben wir hier noch ein paar Schiffchen. Die fahren wir mal dahin. Kommen gar nicht aus dem Hafen raus, gleich schon versunken. Da auch. Ja, das ist schlecht, ne? Komm, da hauen wir mal so einen richtigen Dreidecker raus. Zack. 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 Und, ach, weißt du was, wir gehen mal über diesen anderen Button hier. Ah, Schiffe. Und bauen erstmal so ein paar Transportschiffe, ne? Überall, wo geht, machen wir jetzt. Zack. Geht. Geht Orkney auch. Orkney geht auch. Shetland. Geht auch. Färöer auch. Geht auch. Okay. Läuft. Lassen wir die mal bauen, ne? Gut, oh, wer ist das denn hier, ha? 122 Flotten von Portugal, das ist ja krass, oder? Gut, okay, aber wir machen dann erstmal hier einen Halt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!